Man vergisst sehr schnell, was Menschen tun. Was? Das soll ich gemacht haben? Davon musste eigentlich jemand erzählen, der dabei war. Okay, ich fange von vorn an. Los geht's. Das ist keine einfache Geschichte. Das ist, was bleibt, wenn man sein Leben einer Sache verschreibt und große Opfer bringt. Fußballspieler Fatih Terim, Kapitän Fatih Terim, Trainer Fatih Terim, Vater Fatih Terim, Großvater Fatih Terim, Imperator Fatih Terim. Schaut man sich die Aufzählung an, so weiß man in etwa, wohin die Reise geht. Erinnerungen über mindestens 4 Generationen. Seit den 70ern im Rampenlicht. Es gibt keine Garantie, dass man immer erfolgreich sein wird. Ich kam als Imperator und am nächsten Tag fordern alle meinen Rücktritt. Es gibt vieles über Fatih zu erzählen. Er braucht keine Motivation. Geben Sie ihm irgendein Spiel und sagen, er muss gewinnen. Wenn er bei einer Partie okay verliert, da regt er sich so auf und reagiert so heftig, dass ich manchmal Angst habe zu gewinnen. Ein Leader kann zeigen, dass er einer ist, ohne ein Wort zu sagen. Jeder davon hat wohl eine Falte in meinem Gesicht hinterlassen. Er bringt die Toten zum Leben. Für Menschen wie mich gehen Geschichten nicht zu Ende. Sie gehen immer weiter. Hast du den Literaturnobelpreis bekommen? Warten alle auf deinen nächsten Roman.